Genau, also bei Russland war ich wirklich auch überrascht. Ich hatte sicher mit ihnen im Finale gerechnet. Aber ja, dafür kann sich die Schweiz freuen, nochmal hier im Finale an den Start gehen zu können und nochmal die Atmosphäre zu genießen. Hitomi Hatakeda. Ist natürlich wichtig für das Team, stabile Übungen, saubere Übungen zu zeigen. Sie macht es bisher sehr gut, nur kleine Wackler. Hier die Sprungkombination, auch eine Anforderung, die wir in der Balkenübung benötigen. Ja, da bin ich jetzt fraglich, ob das als Zeitverzeitung gezählt hat. Das war ein deutlicher Ansatz von einem freien Rad. Die Kampfrichter sind sehr streng geworden. Jetzt hier den Zeitverzeitung dann gezeigt. Der ist übrigens auch in Mode gekommen, der Seitwärtssalto, auch weil er aufgewertet worden ist. Genau, er ist aufgewertet und vor allem kann man mit ihm gute Verbindungen machen und dadurch natürlich die Verbindungszehntel nochmal rausholen, die natürlich den Ausgangswert nochmal steigern. Das ist immer so ein bisschen Hase im Igelspiel. Oh, jetzt muss auch Hatakeda vom Gerät. Meine Güte. Ja, manchmal ist der Wurm drin und dann ist natürlich das Team verunsichert. Und jetzt dürfen sie sich aber keine weiteren Fehler erlauben. Sie müssen natürlich mit der Konzentration am Balken beim Team bleiben. Hier ein sehr schöner Doppelsalto gebückt als Abgang. Gute Stände zeigen Sie. Stände sind sehr gut. Der Japanerin, die schon am Stufenbarren auch.